5,1 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Seit dem 13. Dezember 2013 ist er offiziell eröffnet. Das Autohaus Lademann ist ab sofort im Gewerbegebiet Wöllerspfad in Königshofen zu finden. Es sind sehr viele Veränderungen da. Wir haben auch unser Dealer-Management-System gewechselt, sodass die ganzen Prozesse, die sich über Jahre eingebürgert haben, heute eh neu gemacht werden müssen. Was dann natürlich zur Folge hat, dass die Mitarbeiter gecoacht werden müssen und wir neue Prozesse brauchen für unsere ganze Abwicklung. Rund 150 geladene Gäste sind gekommen, um sich ein Bild zu machen vom einzigen VW-Autohaus zwischen Wertheim und Rothenburg. Und natürlich, um zu gratulieren. Ja, ich muss sagen, wenn man das in der Brücke jetzt diese Chance ergriffen haben und dieses Grundstück gekauft haben, fühlen wir uns mit Freude. Und wir freuen uns auch, dass es also gelungen ist, dass wir auch innerhalb des Zeitplans heute in der Brücke sind. Wir wünschen Ihnen auch noch Lademann, jetzt aufgrund dieser mutigen Entscheidung, in diesen Zeiten hier zu investieren, alles Gute. Ja, vor allen Dingen auch den nötigen ökonomischen Erfolg, dass der Standort, den Sie sich ausgesucht haben, Ihre wirtschaftliche Entwicklung auch unterstützt. Wichtigste Neuerung? Verkauf und Service sind hier künftig unter einem Dach. Der Umbau ist abgeschlossen, jetzt beginnt die Einarbeitung. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun und eigentlich ist es so, jetzt geht die erste Arbeit los. Ja, wir müssen unsere Prozesse neu finden, wir müssen uns hier neu einleben, wir müssen uns neu einrichten. Alles, was wir über die letzten 20, 30 Jahre in Buchen aufgebaut haben, jetzt auch hier implementieren. Also meine eigentliche Arbeit beginnt erst. 6 neue Arbeitsplätze wurden bereits geschaffen, 9 weitere sollen folgen. Unterstützung bekommt Hermann Lademann künftig auch aus der eigenen Familie. Mein Bruder Alexander wird jetzt nach seinem Wirtschaftsingenieurstudium aus dem Serviceberater hier die Serviceleitung übernehmen. Da bin ich auch sehr froh drum, dass er hier praktisch ständig vor Ort ist und sich das Service-Thema annimmt. Keine ganz einfache Aufgabe für die Zukunft. Der Rittlicher weiß, was alles auf uns zukommt. Aber ich bin davon überzeugt, er wird es sehr gut machen. Genau 67 Jahre und 225 Tage nach der Gründung ist die Neueröffnung in Königshofen ein weiterer Meilenstein in der langjährigen Geschichte des Autohauses Lademann.